Hey Mann, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, wo es darum gehen soll, wie du online mit Online-Dating erfolgreich wirst, habe ich ein kleines Angebot für dich. Und zwar, vielleicht hast du es schon im letzten Video gesehen, fülle ich momentan meine letzten Coaching-Plätze für den Sommer. Das heißt, ich habe noch ein paar Coaching-Plätze zu vergeben, wo ich mit den Leuten live auf der Straße unterwegs bin, wo ich die Männer über mehrere Monate betreue, um eine Freundin zu finden, um mit vielen Frauen Sex zu haben, um allgemein heißere Frauen kennenzulernen als die, die sie jetzt gerade kennenlernen. Wenn das für dich interessant klingt und du immer schon mal ein Coaching machen wolltest oder dich mal über Coaching informieren möchtest, dann trag dich gerne hier im ersten Link oder im Infopunkt da oben mit deinem Namen und deiner Telefonnummer ein und ich kontaktiere dich dann, sobald ich dafür Zeit habe. So, in diesem Video soll es jetzt also darum gehen, wie du online das Online-Dating meisterst. Und dazu muss ich sagen, ich persönlich bin nicht der größte Experte im Online-Dating, aber ich kenne Leute, die gut sind, was Online-Dating angeht und habe mir angeschaut, was die machen und wie die vorgehen. Und einer der wichtigsten Sachen, beziehungsweise der wichtigste Punkt, um erfolgreich im Online-Dating zu werden, ist dein Profil. Weil im Online-Dating ist es so, dein erster Eindruck oder überhaupt der Eindruck, der entstehen kann, wird durch dein Profil getragen. Wird vor allem von deinem allerersten Foto getragen, wenn wir sowas wie Tinder nehmen, und dann von den darauffolgenden Fotos. Auch ein bisschen von der Beschreibung, da solltest du dir auch Mühe geben, aber gerade die Fotos sind super wichtig. Das heißt, nicht einfach irgendwelche Fotos, die du da hingerotzt hast vom Spiegel, wo du am besten noch dich selbst fotografierst mit dem Handy, das sind keine optimalen Fotos. Auch Fotos, die sehr schlecht sind, sind Fotos, auf denen du nicht richtig zu erkennen bist. Das heißt, wenn du ein Foto hast, wie jetzt hier diesen Bildausschnitt, wo man wirklich deinen Oberkörper vielleicht sieht und deinen Kopf, dann ist das ein gutes Foto, ja, oder wo man dich allgemein sieht. Es empfiehlt sich, gute Fotos zu machen, wenn du wirklich erfolgreich Online-Dating machen möchtest. Und da kann es auch mal sein, dass du wirklich zum Fotograf gehst und da gute Fotos machst. Oder du lässt in Situationen, die dich im Alltag darstellen, Freunde von dir Fotos machen, am besten mit einer Spiegelreflexkamera, aber die meisten Handys haben auch mittlerweile ganz gute Kameras und dann kannst du so ein bisschen mit so ein paar Apps nebenbei das Ganze bearbeiten, damit es ein bisschen besser aussieht. Eine App, die ich dir empfehlen kann, ist Snapseed. Das ist eine App, mit der du alles Mögliche verändern kannst. Helligkeit, die dunklen Töne, die hellen Töne und was es da auch immer gibt. Ich bin kein großer Experte, was Fotobearbeitung angeht. Aber wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und mal schaust, wie was aussieht, kriegst du da schon ein paar gute Sachen zusammen. Aber bitte keine übertriebenen Emojis oder irgendwelche grellen Farben. Also manche Frauen haben ja immer diese Profilbilder mit Hundeköpfen oder so oder diesen Blumen oder was auch immer. Sowas natürlich nicht. Du solltest schon zu erkennen sein in einer Alltagssituation. Fotos, die Sinn machen, sind Fotos, die dich entweder bei etwas zeigen, das du gerne machst. Manche Leute haben da zum Beispiel Reisen oder Surfen oder irgendwas in der Art. Wichtig dabei ist aber, dass du auf dem Foto tatsächlich zu erkennen bist. Das heißt, du auf einem Surfbrett draußen im Meer und man sieht dich kaum, ist kein gutes Foto, auch wenn es der Frau sagt, hey, dieser Mann surft gerne. Ja, deswegen ist es immer wichtig, dass du auf deinem Foto zu erkennen bist. Ja, auch sinnvoll ist es, wenn du ein Foto hast, wo man so ein bisschen sieht, hey, ich habe Freunde, ich bin in der Umgebung von anderen Menschen. Was du machen kannst und was sehr effektiv sein kann, wenn du es wirklich richtig machst bei Fotos, ist, dass du Frauen mit in die Fotos einbaust. Und das heißt nicht, dass ich ein Foto mache, wo hier jetzt eine Frau in meinem Arm neben mir steht. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu sehr, oh, guck mal, ich habe was mit Frauen. Sondern was cool sein könnte, ist, du bist zum Beispiel auf einer Hausparty und jemand macht ein gutes Foto von dir und man sieht im Hintergrund sind einige Frauen, die sich gerade unterhalten oder die sich gerade einen Drink mischen oder was auch immer. Ja, das signalisiert nämlich, hey, ich habe Frauen in meinem Leben, es gibt hier Frauen oder ich interagiere allgemein mit Frauen, aber ich muss das jetzt nicht zur Schau stellen. Das heißt, Frauen in Fotos, das kann sehr effektiv sein, aber wie gesagt, nicht übertreiben und solche Dinge wie Muskelfotos oder irgendwelche anderen Poser-Fotos, dass du die nicht machen sollst, muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen. Keine Fotos vor deinem Auto, keine Fotos mit Geld in der Hand. All diese Dinge sind halt offensichtlich super billig und kommen bei Frauen überhaupt nicht an. Das heißt, die Fotos sind das Wichtigste, worum du dich kümmern solltest, wenn es um dein Online-Profil geht. Wenn du Erfolg haben willst, Online-Dating, dann brauchst du gute Fotos. Das ist einfach mal Fakt. Fotos mit einer Kartoffel gemacht, das wird nicht funktionieren und wird auf Dauer. Du wirst einfach keine Matches haben, du wirst keine Frauen finden können. Die andere Sache ist die Beschreibung. In der Beschreibung würde ich optimalerweise etwas wählen wie
etwas, das dich beschreibt, etwas, das so ein bisschen beschreibt, was für eine Frau du suchst oder was du an deiner Frau interessant findest, mit ein bisschen Humor drin und auch so ein bisschen auswählend. Das heißt, du willst nicht etwas schreiben wie, das ist natürlich ein überspitztes Beispiel, oh, Hauptsache irgendeine Frau schreibt mir, ich freue mich über jedes Match, Hauptsache du schreibst mir, schreib mir einfach irgendwas, ich antworte dann. Du willst nicht kommunizieren, hey, ich habe keine Freunde in meinem Leben, hoffentlich kommt hier eine. Sondern du willst kommunizieren, hey, die und die Frau suche ich und diese Art von Frauen kann bitte gleich das Weite suchen sozusagen. Jemand, den ich da immer beobachte beim Online-Dating, da zum Beispiel geschrieben irgendwie, zugekleisterte oder angemalte Frauen können gleich nach links wischen, also sozusagen nicht liken. Da musst du dir selbst einfach mal überlegen, was suchst du, was suche ich nicht und dann einfach eine ansprechende Profilbeschreibung machen. Nimm dir dafür Zeit, denn das sind die Dinge, die die Frauen sich angucken nach den Fotos, deswegen sind die Fotos am wichtigsten und dann entscheiden die Frauen, ob sie mit dir ein Match haben wollen oder nicht. Dann ist die andere Sache, wenn du das effektiv betreiben möchtest, dann solltest du mit vielen Frauen schreiben. Also mach nicht den Fehler, den manche Anfänger machen, die haben jetzt ein Match mit einer Frau und denken sich, wow, ist das eine tolle Frau, jetzt schreibe ich nur noch mit der. Und vielleicht schreiben sie ihr sogar, ich schreibe gerade nur mit dir oder irgendwie sowas. Denk immer dran, du hast diese Frau wahrscheinlich noch kein einziges Mal gesehen, deswegen übertreib es bitte nicht beim Schreiben. Ich habe schon Männer, die mir geschrieben haben, hey, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, das Schreiben war ganz lustig, wie komme ich mit ihr in eine Beziehung? Das passiert natürlich nicht auf diese Art und Weise. Ja? Wenn dir nicht klar ist, wie das läuft, dann guck dir mal gerne auf meinem Channel Videos zum Thema Beziehung an. Einfach Tim Enderbolzen Beziehung eingeben bei YouTube, da findest du da was. Du solltest vom Schreiben relativ schnell auf WhatsApp wechseln. Ja, weil auf WhatsApp kannst du dann Sprachnachrichten benutzen. Und Sprachnachrichten sind viel persönlicher. Mit Sprachnachrichten kannst du viel mehr kommunizieren, mit deiner Sprache natürlich. Das heißt, häng nicht zu lange auf Tinder rum oder auf Lavoo oder wo auch immer, sondern wechsel relativ schnell zum Handy. Und das ist auch ein erstes Commitment. Das heißt, das ist ein erster Schritt auf der Treppe, wenn man so sagen möchte. Das ist zum ersten Mal, wo du zu der Frau sagst, hey, kommst du mit mir einen Schritt höher auf der Investitionstreppe? Und wenn sie das macht, dann weißt du, okay, ein gewisses Interesse ist da, sonst würde sie dir nicht ihre Nummer geben. Wenn du dann bei WhatsApp bist, kannst du noch ein bisschen mit ihr hin und her schreiben, ein paar Sprachnachrichten hin und her schicken und dann aber auch relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo du dich mit ihr triffst. Genauso wie wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst. Ich schreibe dann halt ein, zwei Mal mit ihr und dann schlage ich direkt das Treffen vor. Ich will jetzt nicht über Wochen mich mit der Frau übers Schreiben kennenlernen. Ich hatte tatsächlich gerade eine Frau, mit der ich wirklich wochenlang geschrieben habe, bevor wir uns jetzt tatsächlich diese Woche dann treffen. Das ging zeitlich nicht anders, aber das ist absolut nicht optimal und ist nicht das, was du machen möchtest im Optimalfall. Das heißt, viele Frauen anschreiben und nicht zu früh irgendwie denken, wow, das ist die eine Frau, wow, jetzt will ich mit der zusammenkommen, sondern schreib mit vielen Frauen. Das ist auf gewisse Weise auch ein Massenspiel, dieses Online-Dating, genau wie auch das Dating auf der Straße auch auf gewisser Masse beruht. Wenn du jeden Tag nur eine Frau ansprichst, wirst du nicht so erfolgreich sein, wie wenn du jeden Tag 10 Frauen ansprichst. Das ist einfach ein Zahlen- und Fakten-Spiel, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Das gehört natürlich auch Talent und Flirtfähigkeit dazu. Das sind die wichtigsten Sachen, um erfolgreich im Online-Dating zu sein. Und ich betone nochmal die Wichtigkeit der Bilder. Schau gerne mal oder mach dir gerne mal ein weibliches Profil auf einer Online-Dating-Plattform und schau mal, wie die Profilbilder der Männer aussehen und krieg mal ein Gefühl dafür, was gute und was schlechte Profilbilder sind. Vielleicht hast du auch eine Freundin, das wäre optimal, oder eine Bekannte, die Online-Dating-mäßig unterwegs ist, sind viele Frauen, und du lässt dir einfach mal von ihr zeigen, was sie für gute Fotos hält und was nicht und warum. Ja, also gerne Frauen in deiner Umgebung damit einbeziehen und die mal fragen, was denn für sie gute Fotos sind und was nicht. Das sind die wichtigsten Dinge zum Thema Online-Dating. Tatsächlich geht es dann im Endeffekt gar nicht mehr so sehr darum, was du schreibst. Natürlich solltest du keine seltsamen Sachen schreiben wie, hey, willst du ficken oder was auch immer, sondern einfach eine ganz normale Unterhaltung mit der Frau, in der du gerne ein bisschen flirty, in der du gerne ein bisschen lustig sein kannst. Aber das ist gar nicht mehr so entscheidend, denn wenn die Frau dich mal geliked hat, weil sie sich denkt, wow, das Profil von dem gefällt mir, dann hast du schon relativ viel gewonnen und kannst gar nicht mehr so viel falsch machen, wenn du ganz normal vorgehst. Das heißt, wenn du unterwegs bist und draußen unterwegs bist und weißt, wie du Frauen im Alter kennenlernst, dann weißt du eigentlich, wie dieser Teil funktioniert. Dann geht es wirklich nur darum, dein Profil zu optimieren, gute Bilder, eine gute Beschreibung und dann wirklich viele Frauen matchen und auch mit vielen verschiedenen Frauen schreiben, also viele Eisen in dem Moment auch im Feuer haben. Und das ist auch nicht schlimm, denn du bist ja nicht verpflichtet irgendeiner Frau gegenüber, nur weil ihr jetzt einmal auf Tinder geschrieben habt. Ja? Wenn du die Frau jetzt über ein halbes Jahr triffst und ihr euch 2-3 Mal die Woche seht und sie sich dann fragt, wieso ihr noch nicht in einer Beziehung seid und du immer noch mit mehreren Frauen rumhängst, hey, das ist legitim, okay? Das ist in Ordnung, aber nicht nach 1-2 Nachrichten auf Tinder oder auf Lavoo.
Wenn du dich jetzt fragst, wie du den Freund im Alltag kennenlernst, dann habe ich hier einige Videos auf dem Channel dazu, aber eben auch die Möglichkeit, dass du an meinem Coaching teilnimmst. Wie gesagt, ich habe noch einige letzte Plätze frei für diesen Sommer. Und Sommer ist immer eine geile Zeit für Coaching. Die Frauen sind leicht bekleidet unterwegs. Im Sommer macht Frauen entsprechend noch mal mehr Spaß als im Winter. Unten in der Beschreibung kannst du dich dafür bewerben, für das kostenlose Coaching-Vorgespräch, wo wir mal schauen, bist du für ein Coaching geeignet? Können wir da zusammenarbeiten? Kann ich dir da helfen? Unten, erster Link in der Beschreibung oder hier auf den Infopunkt klicken. Und ansonsten war es das für Samstag. Schön, dass du dabei warst. Videovorschläge, Themen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge immer in die Kommentare, freue ich mich drüber. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.